Willkommen zurück, ich bin Adam Wilczek. Heute geht es um die interessante Frage, welcher Coin lohnt sich in 2, 3 Monaten noch zu mining, zu minen, farmen und lohnt sich der Einstieg in Chia und, ja. Wieso drehe ich das Video heute? Ganz einfach, weil es gibt ja die Merge von Ethereum. Ethereum wird also Proof of Stake und dann wird es ja nicht mehr möglich sein, mit Grafikkarten diesen Coin zu minen. Und ich denke mir, ich habe zwar schon ein Video darüber gedreht, aber heute werde ich es ein bisschen ausgiebiger drehen und werde es auch ein bisschen beziehen auf Chia, werde auch ein bisschen was über Chia vorrechnen, um einfach mal zu sehen, was lohnt sich aktuell für uns Deutschen noch zu minen, farmen, was auch immer, ja. Ja, fangen wir einfach mal an. Und zwar Chia-Kurs. Wir sehen, der Chia-Kurs ist recht gefallen. Ja. Wir waren ein paar Wochen noch bei 50 Euro, jetzt sind wir bei 30 Euro. Also gute Verluste. Wobei, wenn man jetzt hergeht und sich das Ganze hier mal aufruft, also hier im Bereich Bitcoin, Ethereum, ja, Ethereum haben wir auch 30% Abfall. Und Ethereum ist durchaus ein Coin, der länger am Markt ist wie Chia. Ja. Also von denen her ist die Frage, ja, viele Leute sagen, okay, Chia ist verloren. Klar, wenn man sich das aufs Gesamte anzieht, ja, klar, wir waren bei 1500 Euro oder 1400 Euro, sowas in dem Bereich. Ist klar, das wirkt nicht optimal. Nichtsdestotrotz war Chia wesentlich überhyped, ja, das wussten wir alle. Und ja, jetzt sieht man auch ein bisschen, der Coin stabilisiert sich. Die Erwartung, und das steht ja im Green Paper oder White Paper drin, ja, von Chia war ja bei 20 Dollar der Coin. Also 20 Dollar der Coin war der ursprünglich angepeilte Preis. Und wir waren ja bei einem Preis, der 1400, 1600 Dollar war. Also von denen her ist klar, dass hier irgendwas einfach nicht passt. Und solange der Coin immer noch über 20 Dollar gehandelt wird, dann ist das White Paper, was sie zusammengeschrieben haben, vor eineinhalb knapp Jahren, länger, weiß nicht genau, wann es erstellt worden ist, dann stimmt es ja immer noch. Ja? Also von denen her, im Grunde genommen, klar, man ist enttäuscht, dass der Coin fällt. Aber andererseits, bisher sind ja, wie soll ich sagen, bisher sind die Erwartungen noch nicht, ja, wie soll ich das am besten erklären? Also bisher bin ich noch nicht verschreckt davon. Ja, es war auch abzusehen, vor allem auch bei der großen Geldmenge, die jetzt gedruckt wird, also erstellt wird in den ersten 3 Jahren. Okay, das war es erstmal kurz ein Überblick, ja, hier zu Chia. Lohnt sich der Einstieg in Chia? Und ich würde sagen, nein. Also wenn ihr die Hardware da habt, vielleicht, aber Menge an Hardware, das hatte ich ja auch schon mal ein Video dazu gedreht, roundabout 20 Festplatten könnt ihr kalkulieren. Minimum, ja, ohne alles drunter lohnt sich nicht. Alles im Bereich 18, 16, Minimum 14 Terabyte Festplatten. Und dann kann man sagen, man hat noch ein ROI, aber das ROI ist im Bereich von 6, 7 Jahren, ja. So, und jetzt wird es natürlich spannend, wenn man so ein langes ROI hat, lohnt sich eigentlich der Einstieg nicht, ja. Man kann versuchen, andere Geldanlagen zu finden. Jedoch gibt es nicht so viele aktuell, ja. Okay, also zurück zum Thema hier. Wenn ich hier einfach mal also eine 18 Terabyte Festplatte eingebe und das Ganze durchkalkuliere, dann kriege ich im Monat also knapp 6 Dollar raus. Wenn ich hochrechne, ich habe eine Farm mit 90 Festplatten und die 90 Festplatten verbrauchen 670 Watt im Schnitt, dann komme ich hier auf 7 Watt pro Stunde. Und wenn ich das mal 24 Stunden mache, geteilt durch 1000, um die Kilowattstunde habe und das multipliziere ich mal 30 Tage, dann weiß ich bei meinem Strompreis von 26 Cent, dass ich 1,34 Euro oder 1,40 Euro roundabout im Monat verbrauche an Stromkosten, einnehme ich durch pro Festplatte knapp 6 Dollar. Also wenn man es umrechnet, roundabout, vereinfacht ausgedrückt, 3 Euro Gewinn bleibt mir übrig. Wenn man rechnet, eine Festplatte kostet 280 Euro geteilt durch 3, haben wir 93 Monate geteilt durch 12 Monate, sind 7,7 Jahre. Ja. Also es ist schon ein Weilchen. So, also 7 Jahre ist einfach zu lange. Das heißt, im Grunde genommen würde ich jeden, der jetzt sagt, ich steige in Chia ein, sehr vorsichtig sein. Wenn ihr die Hardware da habt, läuft sie ja schon bereits. Wenn ihr jetzt startet, ist es echt, überlegt es euch gut.
Nichtsdestotrotz, wenn ihr die Hardware da habt, würde ich sie laufen lassen. Denn es wird Folgendes passieren die nächsten Monate. Es findet ja die Merge von Ethereum statt. Und Ethereum wird ja dann Proof of Stake. Das heißt, dieser Coin hier, wenn man auf watermine.com geht, wird wegfallen. Und ich bin jetzt hergegangen und habe Folgendes mal gemacht. Ich bin hergegangen und habe mal die 6800 als Grafikkarte gewählt, eine AMD. Ihr könnt auch eine andere wählen, ja, dann ist die Verteilung etwas anders. Und habe einfach mal die ersten paar Coins bis hierhin, ja, ungefähr abgeschrieben, ja. Jetzt ergo ist jetzt nicht mit dazu gekommen, ist ja auch egal. Und habe gesagt, okay, ich kriege Gewerbestrom und muss nur 20 Cent die Kilowattstunde zahlen. Also in Dollar gerechnet, dann sind es ungefähr 22 Cent oder so roundabout. So, in Euro. Okay, aber im Prinzip ist es dann so, was kommt denn raus, was kriege ich denn da für ein Ergebnis? Und das habe ich mir hier mal in diese Excel-Tabelle verewigt. Und zwar folgende Annahme bin ich hergegangen. Wir sehen ja, wir haben hier 990 Terahash pro Sekunde im Ethereum-Netzwerk und ich sage, 30% des Netzwerks Hashrate sind Grafikkarten. Vermutlich ist der Wert viel, viel höher, aber ich gehe jetzt mal einfach mal aus von 30%. Dann habe ich die Umrechnungsfaktoren hergenommen. Das heißt, ich bin hergegangen, okay, wie sieht es aus von Etherhash in Etherhash Classic, das ist ungefähr der Umrechnungsfaktor 1. Dann einfach alle Algorithmen, ja, also von Etherhash in Beam, Etherhash in Kaupo, also den Ravencoin-Algorithmus und. Dementsprechend habe ich diese Werte mal durchgerechnet und dementsprechend, das sind die Ergebnisse. Ja. Also sprich, wenn ich in den Kaupo ist der Faktor 0,5, im Ethash ist 1 und in Zhash ist 1,2. Ja. Das heißt, vom Coin, also vom Etherhash-Algorithmus umgerechnet in die jeweiligen Währungen. Ja, das ist der Faktor, der Umrechnungsfaktor für diese Grafikkarte. Wenn ich eine andere Grafikkarte aus, sieht der Faktor wieder anders aus. Für jede Grafikkarte ist es anders. Es ist nur einfach ein Überblick zu bekommen, ja, dass man einfach so ein bisschen ja, das abschätzen kann. Da bin ich hergegangen, habe die Coins aufgetragen, die Algorithmen und dann habe ich gesagt, okay, aktuelle Hashrate in Terahash, ja, habe ich mir rausgeschrieben. Vom jetzt aktuell aufgenommen, wie sieht das aus, wie ist die Hashrate. So, und so sieht die Hashrate, so sehen meine Hashrates aus, ja. So, dann bin ich hergegangen und habe Folgendes gesagt. Okay, ich nehme mal an, 10% gehen in Etherhash von den Grafikkarten. Wahrscheinlich gehen die ASICs rein, wenn sie das können. Ja, werden sie die ASICs-Miner in Etherhash reingehen. Das heißt, Etherhash würde dann, also Ethereum Classic würde dann komplett überlaufen sein von ASIC-Miner, was die normalen Grafikkarten, die da drin sind, rausdrückt und die ASIC-Miner, die besten, werden halt da überleben. Ja? Und natürlich auch vom Strompreis her. So, das heißt, im Grunde genommen hier, ich glaube, zwar Etherhash werden, wie gesagt, ASIC-Miner reingehen, aber ich bin davon ausgegangen, okay, nehmen wir mal an, 10% der Grafikkarten gehen da rein. Ja? Weil irgendwo müssen die Grafikkarten ja hin. So, dann würde die aktuelle Hashrate ist bei 23 Terahash, ja, das seht ihr hier, ja. Moment, da, wo ist das? 23,27 Terahash. Und dadurch, dass 10% reingehen würden, ja, meine Berechnung ist folgendes: Ich sage, den Wert multipliziert mal der Verteilung, und das sind 10%, multipliziert mal die Umrechnung, das ist dann sozusagen die neue Hashrate, die dazukommt, und es wären 29,6 Terahash, ja. Das neue Hashrate wäre 52 Terahash, das heißt der Faktor 2,27. Jetzt kann man sich mal überlegen, wenn ich einen Faktor 2,27 an Leuten hier reinkommt, dann halbiert sich das Ding hier auch um 2,27. Ja? Das heißt, der Wert, den wir hier haben, 1,01 müssen wir geteilt durch 2,27 machen und dann kriegen wir 44 Cent in Dollar gerechnet als Einnahme, ja, und wenn man das sich mal vergegenwärtigt, 48 Cent wäre der Gewinn bei 1 Dollar, das heißt roundabout 52 Cent sind Stromkosten bei 20 Cent in Dollar gerechnet die Kilowattstunde, das heißt in unserem Fall 22 Cent die Kilowattstunde,
Forgot it. Ja, also sage ich einfach nur, forgot it. Der Coin lohnt sich nicht. Ja, also ist er tot. Wie gesagt, ich gehe davon aus, aber dass hier, wie gesagt, die ASIC-Miner reingehen. Okay, also der Coin ist tot. Ja, ich mach ihn mal rot, dass wir das mal sehen, was alles rot ist. Dann CryptoGPU Nighthash. Ja, die Terra, die haben gerade eben, die sind von CryptoGPU Nighthash, die sind im Megahash. Die haben 1,19 Megahash. Also Kilo, Mega, Giga. Ja, und die Umrechnungsfaktor ist zwar 18.000 gefühlt, also vom einen zum anderen, aber also sprich, in dem Fall ist der Umrechnungsfaktor der hier, ja, 1 durch 18.000 und ein paar zerquetschte. Das heißt aber, wenn ich 20% Leute da reinschicke, ja, dann ist der einem Faktor 2.300. Also nehmen wir mal an, ich tue nur 0,05% der Leute reinschicken, ist ja auch 600, oh Gott. 0,1, ja, 14, toll. Also das ist, wir reden hier von Prozenten, ja, also das sind 0,1%, ja, die ich reinschicke der Leute, da würde der Faktor 14 entstehen bei den ROI. Das heißt, das Ding geteilt durch 14. Wir sehen, also der Strompreis, also die Stromkosten sind ja schon hier 60, 80 Cent roundabout. Naja, also dann würde ich das durch die Einnahmen durch 14 teile hier, dann ist es rum, ja. Gehen wir zum nächsten. Der nächste Coin wäre der hier, ja. Faktor 2,6, ja, auch hier 0 Wert, ja. Und so zieht sich das ganze Ravencoin, ja, viele schwören auf Ravencoin. Ich habe hier nur 5% der Leute reingeschickt, Faktor 3 ist es, ja. Wenn ich Faktor 3 mache, dann seht ihr, die 1,33 geteilt durch 3, die Stromkosten bei Ravencoin sind enorm, ja. Ungefähr 1 Dollar roundabout pro Tag bei der Grafikkarte, ja. Es gibt auch effizientere ein bisschen, aber im Prinzip, selbst dann, ja, wenn ich das geteilt durch 3 mache, dann haben wir hier 40 Cent roundabout, 45 Cent Einnahmen, das kriegt ihr mit keiner Grafikkarte gedeckt, ja. So, dann geht's weiter, Fyro, ja, Fyro bin ich aufgegangen, 0,1% gehen Leute rein, Faktor 2. Der nächste Coin, Flux, da bin ich davon ausgegangen, dass 0,01, wir können auch hier 0,001 machen, sind immer noch viel zu viel, ja, machen wir nochmal zwei Nullen, ja, okay, also, das ist in Prozent gerechnet 0,0000, ja, okay, ihr wisst schon, was ich meine, ja, also Faktor 19 kommt da raus, forgot it, das ist der Coin ist nichts wert, ja, also der hier, der Fyro, der Flux meine ich, Entschuldigung, also alles rot, alles kacke. Ja, so, dann Beam. Beam ist auch noch einer, der manchmal gemeint wird. Faktor 800.000 und ein paar zerquetschte. Ja, also, und da gehen auch nur 0,1 rein. Tun wir mal ein paar Nullen dazu, dass wir was Sinnvolleres haben. 87, zu wenig Nullen. Machen wir noch eine Null dazu. 9, okay, also. 9-facher. Bringt auch nichts, ja. Also, wenn ich das geteilt durch 9 mache, dann wissen wir, forgot it. Hier, die zwei, ja, die nächsten zwei. Ja, da ist schon de facto 18.000. Ein paar Millionen, oder? 6 Millionen. Ja, egal wie viele Nullen ich hin tue. Und jetzt schaut euch mal die Summe an. Das sind 15% der 30% Grafikkarten. Hashrate habe ich jetzt verteilt. Und in unserem Fall ist alles rot. Ja, das wollte ich jetzt mal zeigen. Das heißt, wenn Ethereum umswitcht auf Proof of Stake, dann sieht das so aus, ja. Und wo gehen denn eigentlich dann die anderen 58% hin, ja? Auch wenn ihr mir sagt, ja, die auf die anderen Coins, die da unten sind, ja, aber die sind so winzig im Vergleich zum Ethereum, dass es eigentlich vernachlässigbar nichts ist, ja. So, und das ist etwas, was man sich halt jetzt ein bisschen vergegenwärtigen sollte. Dass, wenn die Merge stattfindet und im August wirklich das Ganze durchgezogen wird vom Ethereum-Netzwerk, werden alle meinbaren Coins, auch für die Amerikaner, wird es hart sein, da mitzuhalten. Ja? Weil selbst die, ja, wenn ich hergehe und Ravencoin, die haben zwar hier eine recht hohe Gewinne, ja, also ihr seht ja, die Differenz hier, die Stromkosten hier, sind beim Ravencoin, wenn man das mal anschaut, ja, 1,33 Dollar und minus 0,85, ja, da haben die 48 Cent Stromkosten, aber wenn ich den Ravencoin mal hergehe, ja, und ich den Faktor
3 habe, ja, dann ist dann, also sprich, die Netzwerkgröße vergreifacht sich, dann wird hier der Gewinn auch sich um ein Drittel kleiner. Ja, das heißt, dementsprechend kann ich dann hergehen, ich muss mindestens als Amerikaner dann die 48 Cent haben, damit, also als hier muss oben muss mindestens 48 Cent sein, damit ich Gewinne mache. Und wenn ich die 1,33 geteilt durch 3 mache, dann steht da schon 44 Cent. Das heißt, die machen 4 Cent Verlust. Und das muss jeder verstehen. Also sobald hier rauskommt ein Minus, ja, hier als Beispiel, ja, da steht ein Minus. Das heißt, ja, dass ihr, wenn ihr das Geld für den Strom nimmt und den Coin kauft, kriegt ihr mehr Coin davon, als wenn ihr eure Farm am Laufen hält. Ja, das müsst ihr euch einfach vergegenwärtigen. Ja, das heißt, und das ist etwas, wo ich sage, wenn das stattfindet, und das wird stattfinden, wird für uns Deutsche nur noch vermutlich Chia das Einzige sein, was einigermaßen Gewinne abbringt, also wo Gewinne rauskommen. Ja. Ich werde selbst das Ganze natürlich verfolgen, und wenn es soweit ist, wird es wahrscheinlich werden spannende Tage sein, ja, wie sich die Netz Hashrates verteilen werden, ja, wird es dann jeden Tag beobachten, wird wahrscheinlich sehr, sehr spannend, kann ich gleich an der Stelle schon sagen, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, die Merge findet irgendwann statt, die Difficulty Bomb wird gestartet, damit sozusagen das Mining immer schwerer wird, dass die Leute umsteigen auf das Staking, und wird parallel die zweite Chain gestartet, wie auch immer das Ganze funktioniert, damit habe ich mich gar nicht so richtig beschäftigt. Nichtsdestotrotz, wenn das kommt, wie gesagt, wird das da stattfinden, das habe ich euch schon gezeigt, alles rot. Und Chia wird vermutlich der einzigste Coin sein, der Gewinne abwirft. Klar, es gibt noch andere Coins, wie zum Beispiel Helium, wobei Helium ist eine ganz andere Geschichte. Das ist mir zu suspekt ein bisschen, und die anderen Coins, die es noch so gibt, File-Sharing-Coins und. Ja, aber damit beschäftige ich mich vielleicht ein anderes Mal oder erzähle ich mal was anderes Mal darüber. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne eure Kommentare, was ihr davon hält und ob wirklich auch die Merch stattfindet, die nächsten, also bis August ungefähr. Ich bin Adam Wilczek, schaltet wieder ein, lasst mir einen Daumen hoch da und ein Abo. Bis zum nächsten Mal, bis dann. Ciao, ciao.